Aber ich finde es interessant, wie das jetzt mit Dings zusammen. Wie das alles mit Fotos auch zusammenhängt, mit ihrer Leidenschaft für Fotos, ne? Also schon so ein bisschen, muss man sagen, oder? Weil gerade diese Fotos sind ja auch, befähigen sie ja so weit in die Vergangenheit zurückzugehen. Das ist interessant, finde ich zumindest. Chloe und Rachel. Was soll man weiterhin damit anfangen? What the? Hat sie Max verstoßen? Das hat das Bild dann nämlich gerade gesagt. Chloe, you're alive. Yes. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. You sound high. But thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all CSI this Arcadia Bay. Yeah. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Ja gut, bei dem allem, was passiert ist, ne? I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Ja, ich weiß nicht, ob man es hier erzählen sollte. To be honest. Aber warte mal. Natürlich konnte man keine Fotos machen. Soll ich euch sagen, wieso nicht? Man hat ja gar keine Kamera dabei gehabt. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. Das ist sehr interessant. Shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan and the dark room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Okay. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. Ja, Blackwell, genau. Und sonst nichts. Blackwell. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Sehr gut. Aber tatsächlich fällt... This level of my rewind power. Tatsächlich fällt mir jetzt erst eine Sache auf, ne? Es fällt mir nämlich auf, dass Chloe... jetzt Stiefel trägt, weil es mir vorher nie aufgefallen. Genau, nur Blackwell. Sonst nichts. Mir ist vorher nie aufgefallen, dass Chloe Stiefel trägt, aber seitdem das Detail mit der Box mit den Stiefeln da war, muss ich sagen, ja, okay. So viele Nachrichten, what the hell, Warren. Okay. Dass ich eine A- anstatt B- habe. Ach so, weil ich voll geschrecht bekommen habe. Selbst ein Minus ist kacke. Minus? Was hat denn der für Eltern also? Ja, eine 1 Minus. Total kacke, ne? Wishart March. Stimmt.
Merk's hier nochmal, Wishart Marsh. Ich will dich wissen lassen, dass Kates Beerdigung nächste Woche stattfindet und wir möchten dich dazu einladen. Ich hoffe, du hast viel. Ich weiß, du hast viel durchgemacht und ich verstehe, wenn du nicht teilnehmen kannst. Kate war unser Engel und eure Freundschaft ein Segen für uns alle. Ich schicke dir später Details. Danke nochmal, dass du ein Licht in der Dunkelheit bist. Ja, wenn alle die Woche überleben in Arcadia Bay. Meine Pflanze, die Pflanze Lisa. Ah ja. Zum Auge des Sturms. Die haben telefoniert. Interessant, interessant. Das ist wirklich... Hey, das... Okay, mach ich, danke. Wofür? Warte, wer war Juliet nochmal? Das war auch einer aus dem Vortex Club, oder? Ach, die hat sich wirklich bei allen Leuten über Frank erkundigt, okay. Passabel, Reporterin Juliet Watson. Gut, hat mein Vater, alles klar. Komische Nachricht bekommen, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Und meine Nummer, okay, ja, das ist wirklich. Die war die vor Dinahs Zimmer. Ah, okay. Courtney? Modetipps. Okay. Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Wow. Emoji-Gefängnis-Freikarte. Wow. Ah ja, übrigens, wahrscheinlich wird YouTube da die Stream-Aufzeichnung wieder claimen, weil, sind wir mal ehrlich, das wird passieren. Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht nachgucken. Ich wollte mir hier die Bilder angucken. Für Episode 4 Dark Room. Das nächste ist ein Vogelnest und danach so aufeinander gestapelte Steine. Living in the moment. Wie passend das doch an der Stelle ist, ne? Bad Girls Guys for Guns. Wegen der Ingame-Music? Yes, das wird auf YouTube gestrikt. Na, was ist nicht gestrikt, aber Copyright claimed. Das ist echt blöd. Ich meine, ich kann nur sagen, dass ich... Ja... Nein, nicht der Vogel. Warte, wo ist der hin? Vogel? Es kann halt nicht monetarisiert werden wegen dem Copyright Claim und da denke ich mir. Ja, okay. Komm. Mach das Fenster auf. Dann kann der Vogel schön rausfliegen. Ich fahr Vogel. Ich meine, es ist wenigstens keine Fliege. Wir wissen alle, wie das mit Fliegen ausgesehen wäre. Man hätte das Fenster aufgemacht und die Fliege wäre erstmal oben ans Fenster, da wo man gerade hochgezogen hat. Oder die Fliege wäre erstmal 10.000 Mal gegen die Wand geflogen oder dumm im Raum rumgesirrt. Man kennt's. Oder?
Wespen ist noch schlimmer. Kann ich mir vorstellen. Battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Da tut einem sogar David Madsen leid. Der eigentlich gar nicht schon ein bisschen nicht so der beste Kerl ist. What is going on here? Wow, ein O. Oh Mann, diese Unterhaltung. Oh Mann, die Unterhaltung ist echt super. To think this all started with my vision of a tornado. Man weiß nicht, ob ihre Vision nicht auch im Endeffekt genau für das verantwortlich war. Genau dafür verantwortlich waren, dass das so passiert ist, ne? Also es ist zumindest meine Vermutung, dass dadurch, dass sie ihre Vision, also die macht, dass deswegen der Tornado kommt, weil um irgendwie das Raum-Zeit-Kontinuum wieder gerade zu biegen oder so. Aber das ist nur meine Vermutung. Und je länger sie ihre Fähigkeiten benutzt, desto mehr Shit passiert oder so. Ich hab doch keine Ahnung. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. Stimmt. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Interessant, was? Ja, das ist nur meine Theorie. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas wirklich eine essentielle Krise in jemanden hervorruft. Also versucht immer eine Erklärung zu finden. Ja. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Mal sehen, was hier so gibt. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Ist ja komplett im Ungleichgewicht, ja. Schon, wenn da einfach so ein Mädchen ist, das da sitzt. Blackwell sure isn't safe and private anymore. Ich hab doch die Petition unterzeichnet. Aber hey, wer weiß. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Das ist eine sehr heiße Info. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Aber seine Waffen hat er da liegen lassen. David is out there armed. Ich glaube leider, David ist out there armed. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, danke für Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Oh nein, Nathan hat eine Knarre. I wonder if David is going to the party. Vortex Club, End of the World. Ob der Name zufällig ist mit dem, was passiert ist? Also, ich weiß nicht. Bestimmt. Whoa, that is a bestimmt sehr, sehr vorsichtig. Hey David, what you hiding? Ooh. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Excuse me, just one picture, please. Hat er die Vögel da aufgezogen oder
Was ist da los? Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Aber die Frage ist, was ist jetzt eigentlich, wenn ich die Planke zurück... Ja, doch, doch. Das wirkt doch ganz sinnvoll auf mich, muss ich sagen. Das so zu machen, weil alles andere wäre ein bisschen, naja. Biden hat, by the way, Wisconsin gewonnen. Hm. War abzusehen. Aber damit ist halt immer noch nichts entschieden, ne? Das heißt, er hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Mehr heißt es eigentlich nicht. USA wird immer blauer. Ja. Zum Glück. Für uns Europäer auf jeden Fall. I bet you would do the same thing as me. Aber für uns Europäer auf jeden Fall. Also, dass es blauer wird. Warte, meinst du jetzt Alkohol? Oder das andere? Oh, Maps, Notes, Coordinates, Fotos of Kate, Nathan. What the hell? Yes. Was zum... Also ich meinte nicht Alkohol. Schon klar. Reitenkarten, Lenk... What the hell? Wow. Davon hat er also auch Bilder. Das ist ein... Warte, was steht da? Hey. Hey, ab. Okay. Score. Nicht. Back to Chloe now. Na, grad, leider nicht, leider nicht. Aber ich bin froh, dass das Spiel mich jetzt mal hier lässt. Looks like David already booked a room. Das Spiel mich jetzt mal ein bisschen in Ruhe lässt und mich nicht vor 10.000 emotionale. Ohne mich in eine emotionale Achterbahnfahrt zu begeben im Moment. Das ist sehr, sehr schön. Chloe Rufi. Okay. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here. Spiel ich die ganze Episode heute? Kommt doch an, wie lang sie ist. Und wie lange ich Schluck. Und wie lange ich Bock drauf hab. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Ah, da hab ich meine gesunden Zweifel. Ich meine, wir haben genug Hinweise, um zu glauben, dass Nathan eine Waffe hat. Und das ist nicht das Beste. Ah, da der Fotografielehrer-Typ, wie ist er nochmal? Mr. Jefferson. Jefferson war es, genau. Ich war gerade so, mir müsste doch der Name einfallen, oder? So viele Lehrer beim Mädchenwohnheim, okay. Warum nicht? Hey Max, how you doing? Oh, hi Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend. Ich meine, die Kapitel werden ja nicht kürzer, ja. Chloe, why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Oh. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't Stimmt, force the artist to work.
Stimmt, sie hat ja gar nicht ein Foto eingereicht, stimmt. Das vergisst man auch, um ehrlich zu sein. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Sie mag anscheinend Mr. Jefferson. Gross. You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that's Justin. A great plan. Warte, Justin. Habt ihr irgendeine Vergangenheit? Das ist gerade so eine Sache, die ich mich frage. Haben die irgendeine Vergangenheit, die beiden? Aufeinander aufgestockte Spei. Die beiden, ey. Ja, das ist einfach so ein super Duo, ne? Das ist doch echt schön, muss man sagen. Kriegt man mal wieder Lachkrampf. Es ist einfach schön, ne? Yo, Skate-Typi. Wie geht's? So long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Way too much shit going on. Ich hör den mal zu. Ich hör den mal echt zu. So I hear. Any word at all, Rachel? Dude, I wish. I'm working on it. I miss her laugh. Can I bail off my board? Sie haben mich irgendwie an mich und Max. Ah ja, hab mir schon gedacht. True that. Und okay. Ich sollte aufhören, meine Maus aus Versehen zu bewegen. Ist irgendwie nicht so geil, muss man sagen. Okay, das war ihre Unterhaltung. Aber ich unterhalte mich erstmal mit Daniel. Mal sehen, was er zu sagen hat. Du siehst bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. Ich liebe da. Will ich das ihm wirklich sagen? Und was ist das für ein Shirt, das er anhat? Ich sage erstmal, mach andere Fotos. Something more like your portraits. That makes sense, but not if I can't choose the subjects in class. If only I could draw my photographs. I think I'll just sit here bummed out. Thanks. Ach komm, das rewind ich mal und sag ihm, aber ich habe deine Fotos gesehen und sie sind geil. Ich liebe das. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. That's your art. Your gift. Das ist doch schön von dir. Wirklich sehr, sehr schön von dir. You are good, Max. Weltuntergangsparty. It will be if I go, man. People should push me into lockers, not dance floors. Oh, come again. That's exactly why you should go to that party. We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Not with you to back me up, Max. Oh, damn it. I will go to the party like it is the end of the world. Okay, yeah, good. Wenn er wüsste, wenn er wüsste. No, I won't do that, but I'll go. Oh. Ich meine, zur Not kann er ja immer noch gehen. Yeah, but he's still gotta be on campus. That explains why he looked so pissed off when I saw him leaving campus a few moments ago. Oh. Okay. Sehr relevante Information. Hast du Kate getroffen? Nein. Leider nicht. Anybody, Max. But oh, I did actually have a conversation with Brooke. She was very sad about Kate. So am I. And angry. Hab's leider nicht hinbekommen. We should stop going to class and stage a protest. But that's not going to happen at Blackwell. Yet. I like this revolutionary Daniel Da Costa. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. Let's talk later. Okay, Daniel? Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Nee, nee, ich mach schon andere Sachen. Ich rede erstmal mit anderen Leuten. Batch of dead birds today. Sad. Makes me mad.
climate change isn't real my ass. I think everything is changing here. As a scientist, I'm fascinated. As Michelle Grant, I'm very worried. Arcadia Bay is scared too. Nein, diese Unterhaltung. And the animals. Not to mention poor Kate Marsh. We all need to look out for each other these days. Steinmännchen. Foto. Bis jetzt habe ich, glaube ich, jede Foto. For posterity. Das habe ich hier in dem Kapitel jede Fotomöglichkeit gesehen, oder? Ich glaube zumindest schon. Und die Drohne, da kennt man ja auch, ne? Oh, dieses Herz. Ich will es definitiv finden. That's so ironic that Warren asked Max to the drive-in. Okay. Schön hey, zu wissen. How are you? Bis jetzt ja. Kate, I could be better. Are you okay? Whale? Also Wale. Limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. Ihr müsst wissen. Ach ja, die Eifersüchtige, genau. Ihr müsst nämlich wissen. Ich habe das gerade Englisch gelesen. Ich hätte dann gedacht, hä, wer zur Hölle ist denn Whale? Und dann so, oh. Die meinen Wale, also die Tiere. Macht Sinn. That makes sense. Two big brains are better than one. Or mine. We'd get the Nobel Prize if we could explain this phenomenon, but ach was, ja. No clue. I might why, keine Ahnung. Die anderen Worte waren auf Englisch, okay? But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Drone, ja. Talk to you later, Max. Drone, nicht Drohne, Drone. What's up? Hey, Brooke. Consider... Nathan. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. What the hell? I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Wie kommt ihr auf die Idee? Talk later, Brooke. Dass Max irgendwas von Nathan, irgendein Interesse von Nathan hat. What the hell? Miss Grant. Really? You are. Aber ja, eifersüchtig ist sie auf jeden Fall. Max, been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. Muss essen. Halt mich aber auf dem, halt mich auf dem Laufenden. Ja, mach ich mal. Everybody else in Arcadia Bay. Na, komm schon hin. Look like you have a lot of questions too. Guten Hunger, Martin. Mensch. More questions than answers. Samuel is always here to talk. David. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Warum denn das? Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision. Interessant. No, Max. I just interessant, interessant. A different angle. Samuel ist echt ein ziemlich unterschätzter Charakter, finde ich. In Life is Strange. Isn't here anymore. Aber auch creepy, ja. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Most everyone makes fun of me.
But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. Aber Samuel ist eigentlich, glaube ich, ein sehr, sehr lieber Mensch. Er ist halt einfach nur weird. Du kriegst nicht wirklich Strom. Nathan hurts people. The end. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. Die kleine Detektivstory, die weitergeht. Tiere. I definitely have questions about what's happening. Er will auf jeden Fall helfen, das auf jeden Fall. Oh, many do. Und er ist eigentlich ein sehr, sehr netter Mensch. Tote Vögel. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. Is that cool with the Tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Er ist halt nur ein bisschen Eigenbrötler, aber das ist ja auch nicht schlimm. Kann er ja gerne sein. Spricht ja nichts dagegen, finde ich, ne? Then it doesn't matter. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Ja, not alone. They're not alone these days. Also, so meint sie das, verdammt. Oh no, you're the opposite of powerless, Max. You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Okay. Das wirkt wirklich ein bisschen creepy, wenn er das so von sich gibt. Me too. If something happened to them, oh. Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Das ist doch sehr relatable, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. I have to feed them now. Wirklich sehr relatable. Ich schön schön. How would you like a partner for a quick photo op? Warte, ist das? Ach, ich muss ein anderes Eichhörnchen finden. Aber wie? Anscheinend gibt es hier bestimmte Arten und Weisen, wie man da noch ein zweites Eichhörnchen inlocken kann. I don't think the Tabanga will ever give up any secrets to us. Komm her, wo ist noch ein Eichhörnchen? Hello, Max. Thanks again for helping me fight the house. Oh, noch ein. Ich kann noch ein Eichhörnchen locken. Get that food in your belly. Mhm. Oh, die sind zu zweiter. Schön, schön. Das ist doch genau das, was ich sehen wollte. Währenddessen wird eine Drohne über mich geflogen. Überhaupt nicht creepy oder so. Nein, nein. Oh. Als nächstes Fußspuren. Sorry to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. Arcadia Bay. I still have a million so cute, ja. Ist wirklich super cute an der Stelle, muss man sagen. Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Echt? Sonnenfinsternis. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. Nein, überhaupt nicht creepy. Nein, nein. This is just the beginning. Mhm. How do you know that? I'm Woher, Samuel? You just have to open your eyes. Then you can see what's coming.
That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. Das ist auch interessant, muss man sagen. Weil er, dieser weirde Hausmeister, sieht als einziger wirklich die Muster, die sich zeigen. Die Antwort wollte ich jetzt nicht hören, aber okay. Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Da bin ich mal gespannt. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max, while time is on your side. I'm sorry. I better get going now. Nicht wahr? Thanks again. Hi, Miss Grant. Nicht wahr, Miss Grant? Always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Yes, Kate. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max, I'm so sorry. Ich mag die Lehrerin wirklich. Kate ist wirklich ein guter Mensch. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. Mm-hmm. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe. Oh, warte, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur mit dem Knopf so ein bisschen rumspielen und das passiert, das so. Bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. Ja, ich meine, es ist eine gute Möglichkeit. Also das muss man immer so lassen. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Prescott Family. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? Wahrscheinlich schon. They don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. Mm-hmm. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. Oh, that's not sure. Nathan. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. Liam, hell no. Sorry, Miss Grant. You're an adult. You can swear, damn it. And I'm glad you Wie gesagt, sehr, sehr sympathische Frau, muss man einfach mal so sagen, oder? Let's just say I try not to, Max. But I did catch him storming off campus. After what happened this week, I hope you don't see him either. You're not the best student here, but you might be the wisest. Interessant. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia. Ja, aber ist sie wahrscheinlich wirklich, if I could, ne? I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. Über die Wissenschaft hinaus. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. We may never know why. But that doesn't change reality. I am worried about reality. Das kann ich mir sehr vorstellen, dass sie das ist. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding. Not to mention the daily contamination of the ocean. Ich meine, das ist sehr scientific auf jeden Fall. Unless you know something I don't. Cheat. Was ist denn Erosion? Ist das nicht Plattentektonik? Oder Erosion ist doch irgendeine Art Abnutzung, glaube ich.
beitragen, so. What about wormholes and chaos theory? They're like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Mm-hmm. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. I'm sorry, Miss Grant. Ja, das, ich glaube, das kann sie bestätigen. I'll see you later. Das kann sie sehr gut bestätigen. Verstörende Wirkung von fließendem Wasser, auch von Eis und Wind an der Erdoberfläche. Ah, dann war ich ja gar nicht so weit weg davon. Aber ich glaube, ich habe mit jedem hier geredet, oder? Na, ich denke schon. Also ich glaube, da müssten alle gewesen sein. I can tell that Justin is really into Chloe. Ach was. Sieh doch nur, wie er ihr gegenüber steht. Sie steht bei Google. Habe ich mir jetzt schon gedacht. Ziemlich genau in einer Stunde, Murphy. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, oh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. Jetzt noch 0,99 Stunden. Mhm. Zur Not kannst du... Wofür? Rechnet bei Murphys Zeit noch 0,99 Stunden drauf. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Batmax, Madmax, was kommt als nächstes? Evan. Of course. That's why no shits were given. Evan rolls. Was sagen eigentlich die Bilder? Bootsabdruck, okay. Skateboarding is not a crime. Why, hello, Trevor and Dana. Dafür, ja gut, ne? Mhm. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Auf jeden Fall, warte. Was steht hier? Dorm Think Tank, welcome to Plexmel. Ah, ja. Sit and shit? Ah ja. Free Chloe home. What the Even heck? After Kate, nobody here learned anything about bullying. Oh no. Kann ich das nicht bitte abändern? Zach wow. Or Logan. Who knows? Bro's got a bro. Wow. Oh, skunk weed and video games. I sense Hayden is near. This just makes me think of Kate. Lass dich nicht mobben, wenn du das Opfer von Mobbing bist, bist du nicht allein. Schließe dich unserer monatlichen Selbsthilfegruppe und Mission. Das ist doch schön. Versionsrunde. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Mhm. What the fuck? Oh, wenigstens haben sie seine Tafel nicht geändert. Hawking and him make a good team. Modern Hawking, habe ich gehört? Nein, okay. Also looks like one of the jocks did care about Kate. Hm. Kann das ja eigentlich schon der Richtige sein? This can only be Nathan's. Mhm. Das war jetzt nicht das Schwerste herauszufinden, würde ich mal sagen. Also, stalk wie mal seinen Raum, würde ich sagen. Was soll dabei schon schief gehen? Wie Max mittlerweile wirklich so eine richtige I don't care Einstellung hat, sondern einfach rein und dann einfach reingeht. Aber bin ich mal gespannt, was für interessante Sachen man hier herausfindet. Ist das eine Folterkammer? Joyce. Max, jetzt, da David nicht mehr hier ist, muss Chloe erwachsen werden und sich besser benehmen. Es wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn beantwortet, wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausreden. Ich hatte gehofft, du wirst sie auf den richtigen Weg führen, aber scheint wieder abzurutschen.
Könntest du ein guter Einfluss sein. Außer ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mehr die Schuld geben. Tut mir leid, Joyce. Ich baue auch Mist, aber ich versuche ein guter Einfluss auf Corey zu sein. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Aha, ist ja alles auch objektiv. Dein Verkacke musst du übrigens deutlich mehr streamen. Da stand ja 6.000. Okay, ja. Ich würde ja sagen, gib mir das Geld dazu, dass ich das machen könnte, aber ich will ja kein Geld annehmen, also. Ja. Und das war gerade so wie etwas 6.000 Stunden geschrieben, ne? Und 6.000 Euro für die Kamera gleichzeitig, das war ganz schön. Offiziell the best son in the world. Okay. I really hope they were all consenting models. Bei seiner Vergangenheit nicht unbedingt auszuschließen. Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Okay. That is so Chloe. Asshole, we need to talk. I'm going to tell you everything that everybody what you did, and you're going to pay. Oh my yeah. God. Chloe. Oh, Chloe. What the hell? Es war wahrscheinlich. Wurde sie auch an der Stelle twerkt? Ich weiß es nämlich nicht. Damn, Nathan. That's a nice shot. It's so damn creepy, but the guy has his own style. What the fuck? Der dokumentiert das alles. Bist wieder da und siehst das. Sorry, Martex. I don't think one book can guide the Prescotts. Dean Perlman Guide to Anger Management. Medikamente? I don't think okay. This prescription has helped, Nathan. Ah, tendenziell sehr weniger. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Ich meine, es ist nicht falsch. Okay, ja, Fußspuren. Ich bin immer noch gespannt, wo ich die Fußspuren. Zeug. Nathan took this from Kate's altar. What the fuck? What is with this dude? Das denke ich mir aber gerade auch so. What the hell? That dickhead stole one of my selfies. Meine ich könnte es mitnehmen. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Nathan likes his tortured subjects way too much. Der ist sehr interessant charakterisiert hier, muss man sagen. Der Typ ist halt echt einfach nur krank. Nathan is way into this party. Bad sign. An Victoria Chase von Dave Prescott. Hey, meine Hübsche, sag mir, was du heute Abend zum Vortex anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf, sagen wir. Sammle nachher noch fette Partygeschenke ein. Ich hab meinem Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Oh, Mann. Oh, man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich. Deine Mutter und ich sind immer für dich da, wenn du reden willst. Lass dir einfach deinen Termin geben. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt. Im Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Penn Estates brauchst du einen besonderen, ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein, ist eine Last. Ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater vor mir. War schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es ist Zeit, dass wir diese verschissen
statt einen Einlauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermasse es nicht, dein Vater. Okay. Was auch immer passiert, Sean Prescott ist da wirklich tief mit drin. Du brauchst einen Termin zum Reden. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. Dudu dem aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich etwas von dir gehört habe, also sag mir bitte, Aufregungsschule im Infractor vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedenscorps an, mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine E-Mails zugreifen, aber bitte, bitte, bitte. Schick mir neue Campusfotos, damit ich indirekt auch durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Da ist was falsch gelaufen. Definitiv. Das kann man wohl kaum anders formulieren. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich. Aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa, Nate. Ich bin wegen ihm ein Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit. Einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegenhalten. Lass dich nicht für das Vermächtnis deiner Familie verändern. Ende der Predigt. In der Schule, ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangroven. Schick dir gute Gedanken. Schreib mir, oder ich muss dir ein Jaguar ins Wohnheim schicken. Och, die ist echt lieb. Ist wirklich echt lieb. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. What the hell? Kiss ass much, Principal Wells. Nathan, ich müsste für die vor kurzem geäußerte Anschuldigung. Ich müsste mich für die vor kurzem geäußerte Anschuldigung entschuldigen. Ihr Name und ihre Zeugnisse sprechen für sich selbst. Manchmal wollen andere Schüler dich ausnutzen, um selbst einen Namen in Blackwell zu machen. Ich weiß, ihr Vater war aufgebracht, aber ich versicherte ihm, dass sie niemals eine Waffe mit in die Schule bringen würden. Ich möchte sie nicht vom Unterricht ablenken und ich bin sicher, diese Angelegenheit wird bis Ende der Woche aus der Welt geschafft sein. Wenn sie Fragen haben, stehe ich immer zur Verfügung. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. Muss ja hier noch irgendeine Sache finden. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Verstehe. Kratzspuren. What the hell are all those marks on the floor? Warte, könnte das Chloe sein? Oder als Chloe gedruckt wurde. Aber mir fehlt ja hier noch irgendeine Sache. Ich habe hier noch nicht alles. Denke ich zumindest. Aber die Computer, die charakterisieren die, beziehungsweise legen die Charaktere ziemlich gut fest, muss man sagen. Oh, was haben wir denn da? Oh yes, little phone. You are mine now. Now I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Well, before Nathan comes back.